Luis und Martin von Money Monkeys, dass die DAX-Analyse führen und Donnerstag, den 3.12.2020. Und unser DAX ist abgetaucht. Ist abgetaucht, aber deutlich träge unterwegs, deutlich langsamer unterwegs. Und tiefenentspannt, um mal ein bisschen das Titelbild hier sinnbildlich in die Beschreibung mit zu integrieren. Wir hatten uns das gestern angeguckt und haben gesagt, also ja, gut, schön, soweit, so gut. Unten wäre jetzt interessant, wenn unter 3,50 drunter sticht. Ich hatte gesagt, ich könnte mir dann gut vorstellen, dass sich hier auf diesen Gap Close stellt, sich auf diesen Gap Close stellt. Und dann müsste sich erstmal zeigen, wie er sich verhält halt, na, also was ein guter Unterstützungsbereich ist. Und wenn er eben tiefer geht, dass dann auch hier so 2,30, 1,90, 1,70 dann nochmal relevant wären. Oder eben, wenn er oben die 4,50 dann einfach mal überspringt, was ja auch weiterhin, das ist weiterhin nicht weit weg halt, ne? Dass er dann dort entsprechend weiterlaufen kann. Gesehen haben wir, dass er sich für die untere Route entschieden hat. Was ja offensichtlich auch, also da hat er kein großes Primborium draus gemacht, da hat er ja relativ zeitig schon zur Eröffnung gezeigt, nee, will ja eher mehr ein bisschen nach unten arbeiten, hat dann aber doch deutlich das Tempo einfach rausgenommen. Also wir hatten dann auch bei uns mit den Mails dann hier noch gesagt, ja, 2,73, das könnte noch kommen. Also auch nachdem er von 2,80 hochgezuckt war, die 2,80 war ja unten so ein bisschen unsere erste Anlaufstation, 2,80, 2,73. Ja, er hat die Marke sauber gemacht, steht jetzt hier auf der 300. Das ist so nichtssagend wie, keine Ahnung, fällt mir kein Vergleich ein. Manchmal habe ich schöne, dumme Vergleiche parat, aber da fällt mir kein Vergleich ein. Das ist einfach, das ist kein Signal, kein brauchbares. Das ändert nichts an der Lage. Wir sind immer noch quasi in der, ja, Aufwärtsbewegung. Wir haben noch steigende Hochs drinne. Wir haben steigende, also nein, wir haben keine steigende Hochs, wir haben steigende Tiefs drin. Und das wollte ich eben sagen. Das heißt, per se ist hier jetzt noch ein Aufwärtstrend intakt. Und wir brauchen weiterhin unten Signale, um das so brechen. Ja, er ist jetzt schön abgedreht, aber ich meine, wenn er jetzt wieder 3,50 eröffnet und dann eine lange grüne Katze bis 4,20 stellt, na, dann ist er auch schnell wieder vertan. Das sind nicht viele Punkte halt, ne? Das sind 150 bis hier oben. Nur zum Vergleich, wenn wir sagen, wir kann er bis 170 fallen, bis 130 fallen, das sind genauso viele Punkte. Also, das ist, das darf man nicht ganz unterschätzen halt, ne? Eine komische News und der steht da relativ schnell wieder da oben. Muss man schon ein bisschen aufpassen. Ansonsten würde ich ihn aber trotzdem jetzt, da er hier den Short-Trigger ja angerissen hat, das erste Teilziel erreicht hat, würde ich trotzdem, auch wenn er jetzt hier weiter unten arbeitet und insbesondere dann eben unter diesen Bereich geht, das Bollinger-Band vielleicht mal wieder anfängt nach unten aufzudrücken, würde ich ihm dann schon ein bisschen Platz geben halt, ne? Also eine 1,70, 1,30. Ich weiß nicht, ob er uns die Freude macht und diesen Short-Trigger komplett verwandelt. Ich könnte mir vielleicht eher vorstellen, dass das was in die Richtung. Nee, wir machen das jetzt auch. Wir nehmen den da weg, weil das wird nichts. Das glaube ich nicht. Ich würde das eher so jetzt ansetzen, dass wir sagen, okay, wenn er da nochmal unten rausrotzt und hier, ich sag mal, 1,250, 2,30 verschwindet, dann holt er sich hier unten nochmal einen Spaß. Macht er sich den? Der macht sich den Spaß. Hackt hier einmal unter die 1,70 kurz drunter. Und dann wollen sie alle wieder short und dann kommt wahrscheinlich schon wieder hoch. Der Idiot. Aber das würde passen. Ja. Das würde passen. Ja, so, ja, schon rechtzeitig halt, ne? So, 1,30. Und wenn er da aber drunter geht, das wird eine recht große Knautschzone hier. Ah, ich sag mal, ja, wo setzt man da die Grenze? Also, ich würde schon sagen, bei 13,100, 13. Jetzt irritiert mich hier dieser gleitende Durchschnitt. 13,40. Aber ehrlich, also ich glaube, wenn er hochgeht, dann im Bereich um 1,70 bis 1,30. Wirklich. Und wenn der da nicht hochgeht, dann rennt er die 69 an. Das würde ich wirklich so jetzt erstmal reinnehmen. Und das hier oben, das ist Schiebezone. Das kennen wir aus den letzten Tagen, das ist Schiebezone, das ist seitwärts. Ja, alles, was jetzt hier hochgeht, Tendenz dann wieder Richtung 4,50, 4,60. Ja, 400 wichtige Zwischenmarke und dann lassen sie den da rumspringen zwischen den Marken. Ja, also, ja, nee, mehr brauchen wir da gar nicht drauf eingehen. Okay, gut, dann können wir hier unten mal ein bisschen Pfeiler, das löschen wir da jetzt einfach raus, dann bewegt sich vielleicht mal ein bisschen mehr. Hier unten mal ein paar Pfeile rausnehmen. Manchmal hilft sowas, löschen einfach einen Pfeil, der nach unten zeigt und schwuppdiwupp fällt er. Ich sehe das schon, komm. Dann muss ich morgen hier alle Pfeile rauslöschen. Also, ja, das sind so die nächsten Stationen, die relevant sind. Ich denke, dabei können wir uns erstmal belassen. Gucken nochmal kurz in den Tagesschart. Gucken nochmal kurz in den Tagesschart. Sehen eine rote Tageskerze. Haha.
Haben gestern schon ein bisschen über die gewitzelt, dass das halt eine nichtssagende Kerze ist, eine einfach Inside-Day-Kerze, keine Bedeutung. Wichtig wäre gewesen, unter dem Inverted Hammer einmal drunter zu stechen. Das hat er noch nicht getan. Können wir jetzt tun, das Bollinger-Band kommt angestürmt und ah, da sehen Sie es schon, die 13.130, die haben Sie von mir gerade schon mal gehört, in einem anderen Zusammenhang. Das heißt, da haben wir eine Doppelung über die verschiedenen Timeframes. Sowas sollte man immer ein bisschen beachten. Das sind häufig Punkte, die dann schön reagieren können. Also, ich sag mal, für den Donnerstag vielleicht überraschende schwache Eröffnung. Runter auf 1,30 und dann schließen bei 3,50. Das wäre ein Donnerstag. Sowas sieht man oft am Donnerstag. Oder gar oben 3,83, dann das Gap zu und dann aber wieder zurück auf 300. Das sind Donnerstage halt. Ne? Also, da ruhig ein bisschen offen sein für solche Späßchen, das gönnt er sich gerne mal zum Donnerstag. Deswegen da schön auf den Stundenkerzen achten oder aufpassen, wenn sie da halt, wenn sie da starke Starte, also ein Stundenchart meine ich wirklich, ne? Wenn sie da starke Umkehrsignale sehen zum Donnerstag, das mag der DAX, da arbeitet er gerne mit halt. Ne? Da richtet er sich auch nach und drückt sich dann. Und ansonsten lassen sie den ein bisschen spielen. Ja, aber dem, ich glaube, muss man zum Donnerstag ein bisschen Spielbereich einräumen. Mal gucken, ob es so viel wird, wie ich jetzt hier so mir vorstellen könnte. Das ist vielleicht ein bisschen hoch angesetzt. Aber ich würde ihm erstmal unter 13.280 den Kickdown gönnen oder erlauben. Ja, er darf dann mal unten sich ein bisschen austoben. Aber wenn da unten eine fette Umkehrkerze kommt oder so ein Schub oder hahaha, wieder Medikamentenzulassung und so weiter und so fort. Der steht so schnell da wieder da oben, das ist einfach noch positive, stabile Lage hier halt. Ne? Okay, wir machen das Video zu. Bla 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 bla. Ich wiederhole mich. 6 Minuten, lang genug. Ja, bis morgen. Ciao.